geht, Leute? Ich bin's wieder, Jabba the Kid, und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. So, zuletzt hatten wir Streit ein bisschen mit Elisabeth. Und naja, wir müssen jetzt sie verfolgen. Das machen wir sofort. So. Niemals versteht, dass ich nur das Gute für sie will. Wow. Bleib jetzt auf. Nein. Nein. Halt die Fest, halt fest. Nicht gut. Gar nicht gut. Halt dich! Wow. Hey, ich rutsche ab. Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt. Elisabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem Ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Fink. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du, Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Okay. Tja, ich bin nicht taub. Ich höre, was die Leute sagen. Mr. Fink, warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? Also, ganz klar. Nichts wäre mir lieber, als eure Arbeitszeit zu verkürzen. Aber Fakt ist, es geht nicht. Warum nicht? Gewöhnen Sie sich nicht zu sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck, mehr nicht. Seht ihr, Freunde, die faule Hand ist ein Werkzeug des Teufels. Und nimmt man einem Menschen den Fleiß, was kommt dann? Whisky, Frauen und Glücksspiel. Und das werde ich in unserer freundlichen kleinen Stadt nicht zulassen. Niemals. Ja, okay, da konnte ich jetzt nicht genau zuhören. Was gibt's hier? Fink MFG. Elisabeth? Eine Sekunde. Okay. Die Polizisten sind. Bitteschön. Dankeschön. Die Polizisten sind wachsam. Neue Kleidung. Wütender Stampfer. Wenn deine Gesundheit extrem niedrig ist, fügst du zweimal Schaden zu. Füge zweimal Schaden zu. Was haben wir? Vergleich. Erhöht den Schaden bei kritischen Treffen um 50%. Ich glaube, ich behalte diese Hose. Die hast du nämlich mit. So. Du weißt, dass das Grafen Jungs, ne? Das ist alles easy peasy. Easy peasy? Hä? Was, Alter? Was? Okay, tschüss. Mr. Fink ist ein guter Mensch. Wer hart arbeitet, der wird auch belohnt. Schickt ihr jetzt ihren Mann? Zahm? Also, Verzeihung, aber der Herr hat, ne? Munition, ne? Ich würde ihn noch mal gründlich untersuchen, Leute. Weil so geht das nicht weiter. Ja, ich würde hier keinen Aufstand beginnen, eigentlich. Der ist kaputt mit seinem Leben, ne?
Obwohl, ein kleiner Aufstand würde jetzt mir nicht schaden. Oder? Mehr Munition, 50%, oho. Das ist schon mal echt. Das ist ja schon mal was. Und mit Pistole sind wir viel unterwegs. Darauf würde ich gerne investieren, also. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das gute Geld verschwende. Und wir können jetzt mitnehmen. Oh, wir können Lockpick auch kaufen. Oh, was verkauft? Ja, aber gut. Haben wir halt das meiste dabei. Nein, da bist du. So. Sehr gut aufgetan. Oh nein, ich hab die vergessen. Komm näher. So. Ja. Ja, Leute. Keine Bange. Ich hab alles im Griff. Und zwar können wir das Geld ein bisschen. Ups. Holen zurück. Munition mehr verschwendet. So, und Bereich betreten. Your future is Finken. Genau, Finken findet es okay. Unzufrieden mit dem Lohn? Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Oh, ich sehe schon jetzt schon. Feuer fliegt aus der Hand! Teufelskuss! Den Bronco benutze mehr ich Geld. Ihn. Ja, klar. Schau, wie die schaut. Nein. Ey. Komm mal her. Ja, komm, ey, wie böse die schaut. Das soll doch. Ja. Ich hab ein Auge dafür. Oh Gott. Das wird was werden. Das sage ich euch. Das wird gleich einen Kampf geben. Spüre ich schon mit meinen. Closed. Wo müssen wir hin? Willkommen bei der Personalabteilung von Fink Industries. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Okay. Fink Industries stellt momentan nicht ein. Verzeihung, kommen Sir. Sie einander mal wieder. Aber es hat doch geheißen, hier gäbe es Arbeit. Meine Papiere sind alle in Ordnung. Kann schon sein, aber wir sind voll. Aber ich habe mein ganzes Geld für die Fahrt von Baxtontown hierher ausgegeben. Nun, wir nehmen so viele drittklassige Tagelöhner, wie wir im Moment wollen, okay? Und wenn ich morgen wiederkomme? Momentan arbeiten Sie nicht für Mr. Fink. Sie können also gehen, wohin Sie wollen. Okay.
Anscheinend ist das auch hier hart. Bin ich froh, dass der dran ist. Hatte es wirklich satt, diesen Nichtsnutzen dauernd das Gleiche zu sagen. Oh nein, er hat nur noch eine Stunde. Zaubere wieder ein Lächeln ins Gesicht und begrüße die Zukunft von Fink Industries. Segne und beschütze sie. Okay. Durchsuchen, was durchsuchen? Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Okay. Also der Fink ist so, ja, so der Geschäftsmann. Oh. Nein! Ey, bist du alleine drauf gekommen? Und du, mein kleines Mädchen, das hast du ja gut gemacht. Gut. Gesundheit. Ey, so der Backen schaut schon mal richtig groß aus. Die Hyäne ist eine Betrügerin. Sie lebt auf Unruhe zu stiften. Da müssen wir hin. Also gehen wir dahin. Hier ist ein Schloss. Los, los. Fertig. Tanze, tanze. Da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Fink. Ja. Und kostet uns unterwegs das Leben. Warte. Wo geht's denn hier? Hilf mir mal mit dem Schloss. Ich glaube, es sind beide die gleichen Richtungen. Das gleiche Ding. Erledigt. Service Elevator Finken. Okay. Na, Aufzug ist schon mal da. Und natürlich die Wachen. Komm raus, damit ich dich sehen kann. Wie? Bam. Weg mit dir. So, nachladen und. So, der Patriot ist tot. Ah! Du gehst. Muss nachladen. Jetzt reicht's. Sorry. Wo ist Munition und so? Elisabeth, mach was. Du machst was. Etwas. Ja, endlich. So. Haben wir jetzt endlich. Oh, das ist aber ein großer Raum. Du musst jetzt ein bisschen schauen. Schauen. Vergessen.
Slade? Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Was? Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Ach so, das ist nicht. Du bist keine richtige Tochter. Also, First Lady ist nicht deine Mutter, weißt du, ne? Die mag dich nicht. Vielleicht wollte sie keine Kinder, kann ja auch sein. So, mal hier. Munition für Karabiner. Kaufen wir mal. Testen Sie schon mal. Ja, jo, testen wir irgendwann mal. Sniper brauchen wir. Hier ist etwas Geld. Ja, klar. Willst du dich jetzt anschleimen, hä? Schaden, haben wir was für Pistole? Magazinvergrößerung für Karabiner, oder? Ja. Kaufen wir auch. Weil mit dem läuft sich eigentlich ganz gut. Bis jetzt noch keine Beschwerden gehabt. So. Der Waffenschmied Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zur gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Verdammt. Ja, wohl. Ein Schloss. Sieht kinderleicht aus. Hier zu Hause. Wer, wenn Sie, soll es schützen? Fertig. Jawohl. Okay, ich glaube, hier werden wir fertig. Glaubt man, man findet immer mehr. Da geht's nur noch nach oben und so. Meine Gesundheit, war schon voll. Okay, wohin sind wir? Genau hierhin. Knapp drücken! Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Ach so. Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Oh, das ist jetzt natürlich... Das ist natürlich scheiße. Oh Mann. Aber wenn das Kind nicht von dir ist, wo hat er es dann? Ich grüße euch. Oh? Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Bei dem musst du ja heftig arbeiten. Hallo, hier ist Patrick. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top!
Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Okay. Oh, das gefällt. Wow. Tja, der Mann hat ein Ego. Auf jeden Fall eine Goldstatue. Und zwar nicht so kleine. Ja, der kann seine Rambo-Statue nicht mithalten, ne? Ja, der muss Kohle haben, ey. Ja. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Hey. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Alles klar. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Das nenne ich mal Waffe abstellen. Okay. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wir brauchen einen Kohlentransport. Die Kohle muss von Fink Manufacturing nach Shantytown. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Ich bitte neun. Okay. Benötigt wird ein Rohrleger, ein Leck in der Pearl Street. Startgebot ist 20 Minuten. Habe ich 19? 18. 18 Minuten sind jetzt geboten. 17. Das Angebot steht jetzt bei 17 Minuten. 14. Die bieten in wie viel... 10. 10. Wie viel die dafür brauchen, um die, den Leck oder... 19. Um die Arbeit, die bieten um die Arbeit. 8,33. Ich höre 8,33. 8,33. Okay. 33, der Klempnerjob geht an den Arbeiter der grünen Hemd. Ich brauch den Job. Ha! Das ist ein Finkmann, ein effizienter Mann. Keine weiteren Jobs für heute. Geht heim. Geht heim. Nein, ich brauche den Job. Meine Familie muss essen. Wir brauchen Arbeit. Arbeit, Arbeit, los, Arbeit. Verschwindet. Geht nach Hause. Alles klar. Und somit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, abonnieren und kommentieren. Schalt mal bei anderen Let's Plays durch. Und zwar Rise, Son of Roman. Oder... Wollt ihr wissen, was Daisy Fitzroy und ihre Anarchistentruppe wollen? Nein, nicht wirklich. Streik, zack! Hitman! Legt die Arbeit nieder, sagen sie! Jedes Mal werde ich gestört beim Verabschieden. Ich sage euch, sobald ihr das tut, naja, Leute. Sehen, also, ich sag mal Servus, ciao, bye-bye!